So, herzlich willkommen zurück zu einer für mich heute wahrscheinlich letzten Folge und vielleicht wird die Folge auch gar nicht so lang. Ah, mal gucken. Ja, genau, wir sind hier immer noch dabei, hier zu testen. Apropos testen, wir können gleich mal gucken, hier hat sich mittlerweile irgendwas getan. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ein Scheiß wächst hier. Ja, zum Kotzen. Ja gut. Jetzt natürlich die Frage. Ich will es aber auch nicht noch mehr davon bauen. Weil, ja, die Frage ist, was bringt uns das Ding überhaupt? So. Ah. Scheinbar nicht so viel, weil ich meine, klar, ist zwar schön, dass der was bauen kann und was abbauen kann. Ich meine, damit könnten wir vielleicht hier sowas wie ja, wie die beiden hier kombinieren miteinander. Vor allem, weil da halt kein Werkzeug braucht, aber gut, andererseits ein Werkzeug zu bauen ist nicht so schwer. So, Aber wie gesagt, da könnte man vielleicht die Funktion von den beiden kombinieren. Wobei natürlich die Frage ist, kann man da dann auch mit Pipes oder so arbeiten? Weil dieser Deployer hat zumindest ein größeres Fach. So, da passen 9 Stacks rein. Ich weiß also nicht, was ich damit machen soll. Na ja, gut. Halt, stopp, jetzt will ich. Holz da rein. So. Wenigstens wird es hell. Ich bin mal gespannt, ob das Ding jetzt irgendwas macht. Ha. So, Rest kann eigentlich alles nach oben. So, halt, ich bin auch schon oben. Warum sagt mir das denn keiner? So, fertig. Was geht eigentlich hier hinten ab? So aktuell. Nicht viel. Okay. Ich wünschte, der Karton würde mal wachsen. Ja, das Problem wahrscheinlich wirklich die Baumkrone. Nur ich weiß halt nicht, wie wir die wegbekommen sollen. Weil wir kriegen nach da oben kein Mädesignal. Wobei doch, vielleicht könnte man sogar ein Mädesignal da oben hinbekommen. Nur du müsstest halt wirklich die gesamte Länge da oben abbauen. Wir bräuchten also nur mindestens 3 weitere Notebreaker. Damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Damit von ganz oben komplett Licht durchscheinen kann. Und dann müssten wir diese Mesekon irgendwie so rumlegen, damit wir auch oben die Dinger betreiben können. Da weiß ich halt nicht, wie weit das funktioniert. Problem ist auch gerade, dass das überhaupt nicht ansprengt. Von daher ist die Frage, lohnt sich das vom Aufwand her oder eher nicht so? Warum wächst hier nichts? Ich hasse mein Leben. Ich dachte, diese Dinger sind hell genug dafür. Oder brauchst du wirklich richtig miese Blöcke? Ich mache mal kurz einen Test. Und dieser Test beinhaltet eine Fackel. Und diese Dinger, indem ich aus. Das sind jetzt 16, nee, genau, das sind Achtel. Das heißt, ich brauche das, dann kann ich einen Block machen. So. Wo kann ich das am dümmsten testen? Ich brauche irgendwo einen Raum, wo absolute Dunkelheit ist. Oder zumindest genug Dunkelheit, dass ich etwas sehe, was ich nicht sehe. Was?
Die Schwierigkeit dabei ist natürlich jetzt das Kartell geworden. Fuck my life. Wenn es dunkel sein soll, also wenn es vorteilhaft ist, dunkel zu sein, ist natürlich hell. Wenn es vorteilhaft ist, hell zu sein, ist natürlich dunkel. Und hier ist immer noch kein Baum. So, weg mit dir. Blöder Zug. Tja, ich hasse Züge. Wo kriege ich jetzt auch die schnelle Dunkelheit her? Ich glaube, ich weiß wo. Ich gehe einfach zu einem der alten Minen. Die sind ja alle nicht alle ausgeleuchtet komplett. Das heißt, da müsste ich genug dunkle Örtlein haben. So. Mine 1 ist definitiv zu hell. Obwohl, nee, das war die erste große Mine, die wir hatten. Ach, weißt du was? Guck mal, hier unten, da unten, da ist auch dunkel. Hier. So, das heißt, ich werde mich jetzt erstmal. So. Ein bisschen Licht haben hier, danke. Ich mache jetzt übrigens Lichtmeasurement, ja, falls sich wer wundert, was ich hier gerade vorhabe. Ich will gucken, welches Licht wie weit oder wie stark leuchtet. Und das braucht zuallererst mal eine Dunkelkammer. So. Und das hier ist eine ideale Dunkelkammer. Denn, wie man vielleicht ahnt, ist es da drin dunkel. So, die Fackel kommt auch mal weg. Angenommen. Das Licht ist genauso hell wie diese Fackel. Dann müsste jetzt, ne, man sieht hier, hier ist leicht heller als hier. Das heißt, das Ding ist heller als die Fackel. Hab's ja nicht so irgendwie so ein. Ach, wäre natürlich geil, wenn man irgendwie so ein Testnote hätte. So, ab hier hat man schon ein bisschen so Schein, dass da so ein Block ist. Und hier sieht man es ab hier. So, und das heißt, ja, der Block ist eins weiter weg. Das heißt, das Ding ist heller als das Ding. Jetzt der nächste Test. Das ist ja ein Sechzehntel, wollte mich verarschen. Ich brauche einen ganzen Block. Oh. Das hatte ich befürchtet. Ja, man sieht hier, links ist heller als rechts. Das heißt, der Block ist tatsächlich schwächer als der Block. Jetzt ist die Frage, liegt das natürlich nur daran, dass, ich sage jetzt mal, der blöd rotiert ist, wenn ich ihn jetzt so anbaue. Nee, trotzdem. Links ist heller. Ja, das heißt, ein ganzer Block ist doch heller als ein. Gut, das heißt, wir müssen oben ganze Blöcke hinbauen. Danke, das war alles, was ich wissen wollte. So, mache ich ein bisschen Licht hin, damit die keine Monster spawnen. In der Höhle keine Monster. gut, das heißt, wir brauchen oben ganze Blöcke. Weil eben bei diesen Mesedingern, diese Meselampen sind die einzigen Lampen, die stark genug sind, dass Bäume wachsen. Aber ich hätte halt gedacht, dass diese geteilten Blöcke halt genauso hell sind wie die ganzen Blöcke. Aber nee, die Dinger sind schwächer als ganze Blöcke. Das ist natürlich. Ja,
grausame Erkenntnis. Aber gut. Können die nämlich alle weg, dann bringen die nämlich gar nichts. Habe ich das gerade abgebaut? Ja, habe ich. Der müsste... Ich hasse alles. Ich mache schon wieder alles kaputt. Mann, wo? Okay, ich habe keine Ahnung mehr. Ach, und das Wasser macht es nicht besser. Das Wasser kommt jetzt weg. Ich habe keinen Bock mehr. Ach, was? Ich bleib einfach direkt im Wasser. Du kannst mich auch nicht weiter stören. So, muss das jetzt passen. Ja, sieht gut aus. So. Was wir nämlich brauchen, ist dann hier ein kompletter Block. Und der müsste jetzt hell genug sein, damit der Baum auch wächst. Und wir nicht. Da gibt's hier Krisch. Was weiß ich nämlich daher? Weil ich hatte ja früher diesen Server, diesen Underworld-Server, wo man quasi wirklich nicht auf der Erde, also ne, on the surface gespawnt hat, sondern halt irgendwo bei minus 1000 oder so. Und naja, da gab es natürlich auch keine Sonne. Und da musste man nämlich genau mit diesen Mesel-Kristallen arbeiten, um da Bäume züchten zu können. Weil ohne Sonne ist halt blöd. Mit Licht, so. Aber bin mal gespannt, ob das jetzt hell genug ist. Und wer nicht, dann gibt es ja mal Rambazamba. So, eine Cobblestone packe ich gleich mit in unsere Verwertungsanlage. Oh, langsam wird es ja hier, ne, langsam lichtet es sich. Sehr geil. Das Witzige ist, ich kann sogar das jetzt hier einfach reinpacken. Oh, wenn ich das reinpacke, kommt es hier raus. Und dann macht es eine ganze Runde rum, weil es ein Fremdstoff ist, den das Ding nicht kennt. Also geht es eine ganze Runde rum, weil es von nichts rausgefiltert wird. Und dann am Ende kommt es einfach in die Resteverwertung. Und damit in die Kiste, wo alles andere reinkommt. Das klappt halt sogar mit Brot. Das ist schon traurig. Aber irgendwie auch cool. Hey, wo ist mein Brot? So. Danke. Oh, guck dir das Brot an. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Was man bräuchte, wäre wirklich, dass man hier am Anfang, man hat, wenn man reinkommt, irgendwie eine Kiste, wo man einfach alles reinpacken kann. Und dann gibt es einfach so eine Tube, die einfach runtergeht und ist komplett einsortiert. Das Problem ist halt, es wird halt nie funktionieren. Weil so ein großes Sortiernetzwerk kannst du gar nicht aufbauen. Weil du kannst hier in diesen Dingern ja nur eine begrenzte Anzahl an Items eintragen. So, das heißt, selbst wenn du hier alles vollknallst, damit dann im nächsten Schritt weitere Dinger das noch weiter verteilen, du kriegst halt bei der ersten Instanz, kriegst du nicht mehr als diese 36 Teile rein. Also, 36 sowieso nicht, du kriegst maximal 30 rein, weil 1 ist ja der Eingang. Das heißt, du hast nur maximal 5 Ausgänge. Deswegen ist natürlich mit Verteilung schwierig. Ich meine, klar, man könnte jetzt sowas machen, dass man einfach ganz viele Kisten nebeneinander aufstellt und die Pipe direkt dran vorbeilaufen lässt und dann nimmt sich jede Kiste das, was sie haben möchte. Problem daran ist, dann müsste jede Kiste immer voll sein. Also angenommen, ne, also angenommen, ich möchte jetzt hier sortieren und ich möchte, dass in der obersten Kiste nur Zink ist. Dann könnte ich das natürlich damit machen, dass ich hier überall einmal Zink platziere, ne, so dass die Kiste komplett voll ist, nur mit Zink. Dann wird die Kiste auch in Zukunft nur noch Zink annehmen. Und damit könnte man natürlich auch eine Sortierung machen. Aber das ist halt schon richtig räudig. Und vor allem musst du aufpassen, sobald du halt irgendwo mal aus Versehen mal Stack wegnimmst, kann es sein, dass sofort was anderes reinkommt, wenn da gerade was durch die Pipe läuft. Deswegen also,
Man muss schon richtig sortieren. Und zwar am besten mit solchen Dingern. Und das ist natürlich nicht möglich. Jetzt kann man natürlich super krank bauen, weil das sind ja nicht die einzigen Dinger. Ja, man kann ja auch diese Lua-basierten Dinger nehmen, diese Lua-Controller. Und da kann man natürlich eine ganze Kette an Anweisungen reinschreiben oder nach irgendwelchen Wildcard-Systemen filtern. Alle Blöcke, die von der Technics-Mod kommen, gehen zu den Ausgang. Alle Nodes, die von der Default-Mod kommen, gehen in den Ausgang. Und alles, was von Home-Decor ist, geht in den Ausgang. Irgendwie so. Und dann kannst du das dort noch weiter verfeinern. Weiß nicht. Also in Lua kannst du ja alles programmieren so. Das heißt, da könnte man wirklich riesige Systeme bauen, aber das ist natürlich schon ein extremer Aufwand. Also, das, ich meine, ich muss mich früher oder später wahrscheinlich auch mal mit diesem Lua-System auseinandersetzen. Ich meine, ich habe ja schon mal ein bisschen was gemacht, aber oh, das ist halt überhaupt nicht meine Welt so. Das ist halt für mich echt Neuland alles. Warum gibt es hier keine C-Controller? Ja? Einfach so Mikrocontroller, die man einfach programmieren kann. Nein, immer alles Lua. Oh, eine Scheiße. Voll unfair. Tja. Müssen wir mal gucken, ob es vielleicht irgendwie eine Mod gibt, die so abstrahiert, wo man quasi einen C-Controller hat. Natürlich keinen echten C, ne? Weil man kann ja kaum hier Binärcode drauf ausführen, so. Aber der ist dann zumindest intern das C nach seiner Möglichkeit natürlich in Lua übersetzt und das dann direkt ausführt. Und sowas könnte man machen. Nur wer hat die Langeweile? Naja, so müssen wir halt erstmal hier mit Vorlieb nehmen und wie gesagt, mit den Dingern kann man halt nicht so viel machen, was jetzt komplette Sortierung angeht. Ja, schade eigentlich. Aber gut, was soll's. Lua-Controller sind schon echt krass. Da hat man schon echt krasse Möglichkeiten. Jo, schon wieder Essen, Alter. Nur am Essen, der Junge. Nur am Essen. Was macht der Junge eigentlich? Ach komm, diese Seedinger platziere ich dann mal wieder. Sonst fühlt sich noch irgendein Naturschützer gedemütigt. So, wächst jetzt hier mal was oder das ist doch Betrug, hier wächst ja gar nichts. Oh doch! Es ist ein Baum gewachsen, oh mein Gott. Ave Maria. Ich will dabei sein. Los, wachs. Wachs! Da! Nee, funktioniert nicht. Sadler. Ja. Wäre natürlich geil. Gibt es hier irgendwie so eine Musikdingsterbums oder so ein Alarm? Alarm! Alarm! Ja, gut, das ist natürlich hier. Ist natürlich. Ja, nee. Also irgendwas, was wirklich richtig Ingame-Musik macht. What the fuck ist das denn? Ja. Das hier zum Beispiel. Oh. Drei Diamanten ist natürlich schon heftig. Da müsste man natürlich mal gucken, ob das hier wirklich Musik macht, Musikspieler. Weil da könnte man natürlich schon so machen, dass wenn sobald ein Baum gefällt wird da draußen. Weil, also ich schätze mal, dass es hier über Mesesignal angesteuert wird. Und man dann hier drinnen irgendwie so einen Ton abspielen kann. Musik. Das wäre natürlich schon sick. Achso, ja, habe ich ja gerade geguckt. Drei Diamanten. Ich meine, könnte man echt mal Jux aus Laune mal tatsächlich bauen? Es kostet halt nur leider drei Diamanten. Das tut schon weh. Ich weiß, wir können jetzt, jetzt haben wir Diamanten, so, ne? Aber es tut halt trotzdem immer noch weh. Wir haben halt nicht so viel, dass man sagen kann, hier, eat my shit. So, moosiger Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster.
Naja, ich brauche mal so Ding und dann. Das war. Ah ne, ist Chrombarren. Ist ja kein Edelstahl. Weg damit. Wir brauchen das andere Zeug. Das da. So, brauchen wir noch ein Gehäuse und so ein komisches Kabel. Da. Oh, ein Kabel haben wir noch. Holy shit. So, und hier brauchen wir noch eins. Danke. So. Dann zum Test natürlich wieder hier das rote Ding. Ich kann es eigentlich auch hier drinnen verwenden. Ja, wie man hört, hört man genau gar nichts. Netzwerkspieler hat kein Netz. Ach, Elf, der braucht Strom. Der feine Herr braucht natürlich Strom. Ihr wollt mich doch verarschen. Kann ich hier mal hier Tesla irgendwo ranknipsen? Warum hängt hier so ein Kabel rum? Hat denn das gemacht? Aber gut, kommt mir gerade gelegen. Dann hängen wir den einfach mal. Einfach mal zu testen hier an. Hört ihr was? Nö. Ja, funktioniert der echt gute Ding. Also wow, habt ihr das gehört? Das ist ja wow, ist ja wow. What the fuck? What the fuck? Ah, super. Langsam fühle ich mich nutzlos. Guck, alle Scheiße, die wir heute gebaut haben, die keine Sonne mehr braucht. Also, für mich heute. Für euch innerhalb der letzten 16 Folgen. Ah, ich möchte sterben. Ja, mittlerweile haben wir hier eine richtige Anlage, ne? Wir haben Stromerzeugung, ah, nicht MV. Wir haben Stromerzeugung, wir haben Stromspeicherung, wir haben Controller. Also wir können uns jederzeit eine autarke Anlage bauen irgendwo. Wenn wir Lust und Laune haben. Oder den Verwendungszweck. Ja, nicht so geil. Eher nicht. So. Wir haben schon wieder fast 100 Euro. Mein Geld. Naja. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben für heute eigentlich erstmal alles gemacht, was so ein Menschen möglich ist. Ich mache mal nochmal jetzt die Türen zu hier. Ich will nochmal gucken, ob es Bäume, Alter. Ist so geil. Es kam ein Zeppelin gerade mal. Ich meine, gut, ist halt nur Zufall. Wie gesagt, normalerweise, wenn ich es richtig gesehen habe, kamen bisher immer mehr Zeppelins als Bäume. Hä? Hier wurde ein Apfel gar nicht abgebaut. Was ist denn da los? Hier werden Sachen gar nicht abgebaut. Aber jagt's wohl. Ich mach dem mal doch eins höher. So. Na, so war es am Anfang, ganz am Anfang, und deswegen lasse ich das auch ein bisschen so. Weil scheinbar hat der hier nicht richtig abgebaut. Habe ich noch einen Taktgenerator? Das ist natürlich richtig übel. Das ist so natürlich, so war es nicht, also meine Damen und Herren, ich muss mal hier ganz kurz... Beschwerde einlegen. Aha. Ein paar mehr Äpfel und direkt zwei Baumzapplings. So muss das sein. Und nicht anders hier. Sonst gibt es hier mal ein bisschen Klatsche auf dem Popo. Gut, jetzt aber.
Ja, dann würde ich mal sagen, soll das mit der Folge erstmal gewesen sein, wahrscheinlich. Oder? Weißt du was? Die Folge ist zwar, hat zwar jetzt keinen Inhalt mehr, aber ich bleib mal trotzdem jetzt hier noch ein bisschen stehen und warte mal. Ich will unbedingt im Video haben, wie hier ein Baum wächst. Also würde mich schon hart interessieren. Los, Fax! Ha! Isne! Sheesh. Sacramento. Aligarcho. Mein Bus kommt gleich. Ich dachte gerade bei der Figur hier, platzt die Farbe ab, weil hier unten so, ich weiß gar nicht, ob man es in der Kamera überhaupt sieht, aber hier bei den Strumpfhosen sind so weiße Punkte. Also da zum Beispiel, das sieht man in der Kamera gar nicht. Ah, Fluch da, Fick, Fick. Gibt es hier noch etwas größere Kamera? Warte mal kurz, ich mache mal kurz duplizieren. So, und in die duplizierten. Also so, dass man immer noch sieht, wenn ein Baum wachsen sollte. Aber man kann es nicht wirklich erkennen. Doch da, wisst ihr? Da ist ein weißer Punkt und da ist ein weißer Punkt und da ist ein weißer, also, da ist ein weißer Punkt. Hier sind so weiße Punkte drauf. Ich weiß gar nicht, was es darstellen soll. Oh, was? Ich weiß gar nicht, was es darstellen soll. Ist das von der Produktion her oder was? Weil es sieht schon so aus, als wenn hier so eine Plasterhalterung, weil hier später abgeknipst wurde. Muss ich mal gucken, ob ich das mit einem rosa Stift übermale oder so. Das sieht schon komisch aus. Ist aber auch nur unten. Sonst überall. Schau mir in die Augen, Kleines. Sonst immer sieht man es nirgendwo. Und ja, unter Brock sieht man es auch nicht. Seltsam. Gerade da, wo es am auffälligsten ist, ne? Da, wo halt alles einfarbig ist und man sofort sieht, dass es. Ach nee, guck mal, hier hinten. Hinten am Rücken. Na, schwer zu sagen. Vielleicht soll das halt sogar designtechnisch so sein. Weil hinten am Rücken. Das ist auch so ein Pupsel. Aber der kann auch gewollt sein, designtechnisch. Das weiß ich jetzt nicht. Alter. Ist schon ein Baum gewachsen? Bisschen entstaubt. ASMR. Oh, ich habe nur viel Angst. Dreht man sich jetzt halt eure Lautsprecher runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, Vollausschlag. Ja gut. So, kommst du mal wieder nach da. Okay.
Oder so? Ja, irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Jutsche. Ist schon was gewachsen oder wie jetzt? So, dann machen wir wieder erstmal auf die alte Maizes. So, darauf. Und dann kann ich das Ding hier. Oh, ist er wieder denn gewechselt? Wenn ich ihn jetzt entferne, wo springt er denn hin? Irgendwo hinten, aber ja klar. So. Danke. So, Maitest. Ist hier was gewachsen? Nee, gar nichts, ne? Sag mal, kann doch nicht sein, dass hier nichts wächst. Naja, gut. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann später irgendwann mal wieder. Und ich werde ja, für heute auch Feierabend machen, auf jeden Fall, keine Frage. Und dann. Soll es das damit erstmal gewesen sein? Und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder zu einem, was auch immer dann für ein Let's Play kommt. Let's Play. Bis dann.